Die Engel backen Kekse, der Himmel rosa-rot. Es ist Sally, die uns verwöhnt hat und mit Leckereien belohnt. Es ist das Herz, das ihr lacht, es wird aus Liebe gemacht. So ein lieblicher Duft in der Luft, Sallys Tortenwelt. Hallo, herzlich willkommen in meiner Weihnachtsbäckerei. Diese Woche gibt es von mir eine leckere weihnachtliche Torte, aber die können dann natürlich nicht nur zu Weihnachten machen, die können das zum Beispiel auch schon zur Adventszeit machen oder auch einfach mal so im Winter, denn sie schmeckt richtig super lecker. Sie hat ein bisschen Himbeeren mit drin, also ein bisschen fruchtig, aber auch schön cremig und sahnig durch eine Mascarpone-Creme. Und diese Torte nennt sich Schneetorte, weil wir nämlich obendrauf noch leckere Baiser-Stückchen haben und das sieht dann aus wie eine schöne Schneelandschaft. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Zutaten für den Biskuitteig. Ich mache jetzt einen mit Mandeln. Wenn ihr zum Beispiel eine glutenfreie Torte machen wollt, könnt ihr auch einfach meinen Biskuitboden von meiner Raffaello-Torte nehmen. Die war nämlich glutenfrei, weil kein Mehl drin war. Und ich werde jetzt aber heute einen normalen Biskuitteig machen mit ein bisschen Mandeln. Ich brauche dafür 4 Eier, 130 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 40 Gramm Speisestärke, 50 Gramm Mandeln, die habe ich schon fein gemahlen, das waren jetzt welche ohne Haut, 40 Gramm Butter, die ist schon zerlassen und ein bisschen abgekühlt, eine Prise Salz und 3/4 Teelöffel Backpulver. Und falls ihr euch fragt, wie ich 3/4 Teelöffel Backpulver hinbekomme, ich habe hier einfach meine Messlöffel und habe da einen Viertel und einen halben Teelöffel und kann das dann eben ganz exakt abmessen. Ich habe jetzt hier meinen Backrahmen, da drin werde ich jetzt gleich den Teig backen und habe den auf 26 cm eingestellt. Und damit der Backrahmen nicht ausläuft, muss man den jetzt vorher in ein bisschen Backpapier einwickeln. Das machen auch die Konditoren so. Da kann man einfach sicher gehen, dass da nichts rauskommt. Und diesen Backrahmen stelle ich jetzt hier einfach auf meinen Backrost. Da ist jetzt zwar eine Backfolie drunter, aber die bräuchte man jetzt gar nicht, weil ja das Backpapier jetzt den Rahmen verschließt. Das kann ich jetzt da stehen lassen und werde jetzt den Teig zubereiten. Und bei mir wird es jetzt kein sehr hoher Teig, weil ich heute möchte, dass die Torte nicht zu hoch wird, sondern eher ein bisschen flach wird. Und wenn ihr einen hohen Teig haben wollt, könnt ihr auch einfach ein bisschen mehr davon nehmen und die Menge auf 6 Eier einfach hochrechnen. Jetzt kommen die Eier einfach in die Rührschüssel rein. Da kommt der Zucker mit dazu. Und es wird jetzt richtig schön cremig gerührt. Das kann 5 bis 10 Minuten dauern. Und die Eiermasse ist fertig, wenn ich hier den Schneebesen reinstecke und da läuft einfach nichts mehr runter. Dann ist sie richtig schön halbsteif sozusagen. Ich habe jetzt vorhin noch vergessen, die Prise Salz dazu zu geben. Die geben wir jetzt auch gleich noch mit dazu. Und wer möchte, kann den Teig auch noch ein bisschen aufpimpen mit etwas Aroma. Also ich nehme jetzt hier etwas Vanilleessenz. Das ist einfach Vanillemark aus der Schote direkt und das ist in Öl eingelegt, also nicht in Alkohol. Und das finde ich eben gut, weil man sich da einfach keine Gedanken drum machen muss, wegen dem Alkohol, wegen Kindern. Und da gebe ich jetzt ganz wenig nur dazu, das ist nämlich sehr hoch konzentriert und das riecht auch richtig lecker nach Vanille. Und wer möchte, kann dann noch etwas Bittermandelaroma dazugeben. Das sind diese kleinen Fläschchen, die man im Supermarkt bekommt und da nehme ich jetzt so ein halbes Fläschchen. Gebe ich da dazu, das passt super zu den Mandeln und gibt einfach dieses schöne Mandelaroma. Jetzt gebe ich das Mehl einmal durch ein Sieb, gemeinsam mit der Speisestärke, damit wir keine Klümpchen bekommen und wir einen schönen glatten Teig haben. Da auch noch das Backpulver mit dazu und einmal kurz durchsieben. Und jetzt einmal kurz unterheben, ganz vorsichtig, damit wir keine Luft jetzt wieder aus der Masse rausschlagen. So ein bisschen den Teig streicheln. Und dann gebe ich jetzt die Mandeln mit dazu. Die sind ja jetzt schön fein gemahlen. Und auch die flüssige Butter, die jetzt eben abgekühlt sein sollte. Boah, das riecht aber gut. Mhm.
und es riecht später noch viel besser, weil nämlich die Füllung auch richtig aromatisch wird und würzig wird. Da kommt nämlich ein bisschen Zimt mit rein. Das riecht so nach Amaretini. Ja, durch dieses Bittermandelaroma riecht es nach Amaretto, weil Amaretto ist ja Mandellikör. Und wenn man zum Beispiel auch ein Tiramisu mit Mandellikör macht, kann man eigentlich auch dieses Bittermandelaroma nehmen und hat es dann einfach alkoholfrei. Also vom Aroma her ist es wirklich so das Gleiche. Und wenn ihr das dann sorgfältig untergehoben habt, könnt ihr das in die vorbereitete Form einfüllen. Und ihr seht, es ist ein richtig schöner, lockerer Teig. Und wie gesagt, wenn ihr den Teig höher haben wollt, einfach auf 6 Eier hochrechnen. Das ist dann mein Standard-Biskuit-Rezept, natürlich ohne die Mandeln. Und das ist wirklich sehr lecker, sehr saftig und heute eben noch aromatisch. So wird der Teig jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 28 bis 30 Minuten gebacken. Bei mir braucht er etwa 28 Minuten, aber es kann natürlich sein, dass er ein paar Minuten länger oder kürzer braucht. Der Ofen muss auf jeden Fall vorgeheizt sein und danach lassen wir den Teig einfach mal abkühlen. Mein Teig ist jetzt gebacken und ich habe ihn jetzt hier auf ein Abkühlgitter gegeben, damit er einfach abkühlen kann. Und ihr seht jetzt hier, der ist jetzt ungefähr 4 cm hoch, so 3 bis 4. Und den werde ich dann später in dünne Scheiben schneiden. Aber wie gesagt, wer möchte, dass er dicker wird, nimmt die große Menge. Und ich werde den jetzt mit einer leckeren Himbeerfüllung füllen und dann noch mit einer Mascarpone-Creme. Wir werden jetzt erstmal die Himbeerfüllung vorbereiten, weil die gleich noch abkühlen muss. Und dafür zeige ich euch jetzt die Zutaten. Wir brauchen 350 Gramm Himbeeren. Ich habe jetzt natürlich tiefgefrorene und habe sie jetzt schon eine Weile draußen stehen, damit sie so ein bisschen antauen können. Hier habe ich 200 Milliliter Saft. Da habe ich jetzt einen Kirschsaft genommen, weil ich gestern Kirschen aus dem Glas hatte. Aber ihr könnt irgendwelchen Saft nehmen. Etwas Vanillearoma oder wieder Vanilleschotenextrakt. Hier habe ich wieder dieses Bittermandelöl. Ihr könnt aber auch 4 Esslöffel Amaretto zu dem Saft mit dazugeben. Dann brauchen wir ein bisschen Zimtstange für den Geschmack, eine Zitrone, das ist natürlich eine Bio-Zitrone, davon brauchen wir gleich die Schale, 30 Gramm Zucker und 25 Gramm Stärke. Das erste, was ich jetzt mache, ist den Saft aufkochen, aber ich lasse mir so ein bisschen Saft hier drin übrig. Da gebe ich nämlich jetzt gleich die Stärke dazu und verrühre die nämlich damit, damit sie später einfach keine Klümpchen bildet, wenn ich sie dann eben zum restlichen Saft dazugebe. Und das wird jetzt kurz verrührt. Und dann kann ich das hier einfach mal kurz stehen lassen. Und jetzt gebe ich hier zu meinem Saft ein bisschen Vanille dazu. Gerade so ein bisschen. Dann die Zimtstangen. Und den Zitronenschalenabrieb. Der muss natürlich nicht sein, aber ich finde, der macht das Ganze so ein bisschen frischer. Und passt einfach perfekt zu dem Zimt und zum Bittermandelaroma. Und jetzt muss das Ganze noch aufgekocht werden. Das mache ich jetzt einmal auf höchster Stufe. Dann gebe ich noch ein bisschen Bittermandelaroma dazu. Da könnt ihr einfach so viel nehmen, wie ihr möchtet. Entweder wieder ein halbes Fläschchen oder nur ein paar Tropfen. Und zum Saft kommt jetzt auch noch der Zucker dazu. Und jetzt müssen wir einfach mal kurz warten, bis es kocht. Ich durfte hier jetzt so 2-3 Minuten kochen und jetzt nehme ich die Zimtstangen wieder raus. Die haben jetzt schön das Aroma an den Saft abgegeben und es riecht richtig lecker weihnachtlich hier. Ups. Und jetzt gebe ich da diese Stärkemischung dazu. Lass es jetzt nochmal aufkochen, damit die Stärke jetzt binden kann. So, und ihr seht auch schon, sobald das kocht, bindet die Stärke und es wird so ein fester Pudding. Und da gebe ich jetzt noch zum Schluss die Himbeeren mit rein. Die sind jetzt bei mir noch ein bisschen kalt und dadurch kühlt dann eben auch dieser Pudding ganz schnell ab. Jetzt wechsle ich ganz kurz auf einen Löffel. Kann jetzt auch ein bisschen die Hitze runternehmen und das Ganze einfach kurz verrühren. So, das war es jetzt auch schon. Wir lassen das jetzt einfach ein bisschen abkühlen, bevor wir es dann auf die Torte geben. Und in dieser Zeit kann ich schon mal meinen Tortenboden durchschneiden. Ich nehme jetzt zum Durchschneiden der Tortenböden einfach so eine Tortensäge und habe da zwei Drähte drin. Das heißt, ich kann gleich den Kuchen in drei dünne Böden schneiden und habe jetzt einfach den Abstand so ausgemessen, dass die Böden ungefähr gleich dick werden.
wobei ihr immer darauf achten müsst, dass unten der Boden immer etwas dicker bleibt. Jetzt schneide ich das hier einfach hier durch. Und da geht es auch besser, wenn der Teig schon einen Tag alt ist. Aber ich verarbeite ihn jetzt frisch weiter. Ich habe ihn einfach richtig gut durchkühlen lassen und abkühlen lassen. Und dann klappt es eben auch frisch. Der bröselt dann zwar ein bisschen, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Murat, was liegt dir auf der Zunge? Ich merke das schon. Nee, du willst die ganze Zeit... Ich glaube, deine Schneetaute ist der einzige Schnee, wo wir dieses Jahr sehen wahrscheinlich, oder? Bei uns ist es immer ein bisschen wärmer. Also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel keinen Schnee. Und auch dieses Jahr, dass wir so eine richtig schöne weiße Weihnacht bekommen und zumindest mal ein bisschen Winter bekommen, dass wir Bob fahren können, Skifahren. Ich meine, du bist da gewohnt, mein Mann ist ja Schwarzwälder. Nee, ich war noch nie Skifahren. Ich habe auch noch nie in Türkei auch Skien gesehen. Also. Was? Ja, wirklich nicht. Ich war aber auch noch nie Skifahren. Ja, aber Skifahren, das können wir auch noch machen. Ja, das stimmt. Ich wäre wahrscheinlich die Schneekugel, die dann eben runterkugelt. Ja, also ich finde es so schön, wenn man mal so einen Urlaub macht, so einen Winterurlaub auf so einer Holzhütte. Ja. Mit einem Kava oder so. Und dann mit Freunden und so also einem Kamin. Das stimmt. Gibt es sowas noch heute, Leute, die das machen? Wer möchte sich uns anschließen? Ich habe jetzt übrigens in der Zwischenzeit vor lauter Reden, ich habe jetzt den Boden auf eine schöne Tortenplatte gesetzt. Ich setze jetzt auf weiß, weil ich später möchte, dass meine weiße Torte auf einer weißen Platte ist. Soll ja ein bisschen nach Schnee aussehen, selbst wenn wir hier noch keinen Schnee haben. Und die zwei anderen habe ich einfach mit diesem Tortenretter angehoben und lasse die jetzt einfach kurz an der Seite stehen. Auf den Teig gebe ich jetzt meine Himbeermischung drauf. Die wird dann gleich noch ein bisschen fester, wenn sie abkühlt. Aber ich mache das jetzt so wie bei meiner Schwarzwälder Kirschtorte, dass ich sie jetzt nicht komplett zum Rand rausstreiche, sondern so 1-2 cm am Rand Platz lasse, damit sie außen einfach nicht rot wird, weil ich will ja, dass die später außen ganz weiß bleibt. Und das gebe ich jetzt erstmal in den Kühlschrank für ungefähr eine halbe Stunde, bis es etwas fest ist und ganz abgekühlt ist. Und danach kommt nur noch die Sahne drauf und dann haben wir es auch gleich geschafft. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet und mein Kuchen ist jetzt schön kalt. Die Himbeeren sind kalt. Und jetzt werde ich noch die Sahne zubereiten. Und dafür brauche ich hier 300 Gramm Sahne. Die ist jetzt richtig schön kalt. 500 Gramm Mascarpone. 150 Gramm Quark. Das ist jetzt ein Magerquark. Hier habe ich 50 Gramm Puderzucker. Und ich benutze ein bisschen Sanapart zum Sahnesteifen. Und ihr könnt natürlich auch Gelatine oder Agatine benutzen. Aber dann wird die Creme einfach nicht sofort fest und ihr habt noch ein bisschen länger Wartezeit, so etwa 3-4 Stunden. Und mit Sanapart ist es einfach so, da kann ich die Creme sofort weiter benutzen und sogar den Kuchen gleich anschneiden. Also das finde ich immer super. Und für die Deko brauche ich so ein paar Baiser-Tuffs. Die habe ich jetzt bereits schon in der Tüte drin. Da brauche ich etwa 100 Gramm. Kann aber auch sein, dass wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger brauchen. Ich nehme jetzt hier zuerst mal meine Sahne und nehme das Sanapart. Und ja, wie gesagt, nehme ich das immer gern, weil es schnell fest wird. Und es ist natürlich halt auch vegan. Also das kann einfach jeder benutzen. Klar, ist zwar jetzt meine Sahne nicht vegan, aber es ist zumindest vegetarisch. So, und davon nehme ich jetzt etwa 3 Teelöffel. Für die Sahne. Aber ich muss sie erstmal ganz kurz aufschlagen. Und jetzt kann das Sanapart mit rein. Einfach 3 Teelöffel. Und einfach fest, also steif schlagen. Die Sahne ist schön fest, kann ich sogar umkippen und es läuft nichts raus. Und jetzt werde ich noch die Mascarpone-Creme zusammenrühren. Mascarpone ist ja so ein bisschen fester, ist natürlich auch sehr fettig, aber eben auch schön cremig. Das darf man nicht zu lange rühren, sonst wird sie grisselig, eben durch das Fett, was da drin ist. Und falls ihr aber keine Mascarpone habt oder sie nicht mögt, könnt ihr auch einfach die Mascarpone komplett durch den Quark ersetzen. Dadurch wird die Torte ein bisschen leichter und schmeckt auch sehr lecker. Ist mehr so Richtung Käsesahne und mag ich eigentlich auch ganz gerne diese Quarkcreme, aber die Mascarpone macht es einfach super cremig. Da kommt jetzt Quark mit rein. Der lockert das jetzt so ein bisschen auf. Dann gebe ich hier auch 3 Teelöffel Sanapart mit rein. Einfach damit die Creme schön fest wird und uns später nicht verläuft.
Wobei, durch die Mascarpone dürfte es auch gar nicht verlaufen. Aber sicher ist sicher. Und dann bleibt sie eben auch nach dem Anschnitt schön fest. Und jetzt noch der Puderzucker, den habe ich hier. Und den muss ich einmal kurz hier durchsieben. Und da könnt ihr auch entscheiden, wie süß ihr das selber haben wollt. Also ihr könnt da gerne etwas weniger Puderzucker nehmen oder etwas mehr. Ihr müsst halt auch beachten, dass Sanapart schon so leicht süß ist. Also falls ihr ein anderes Bindemittel nehmt, müsst ihr einfach noch ein bisschen mehr Zucker dazugeben. Und jetzt wird das noch kurz verrührt. So, das reicht auch schon. Und ihr seht, es ist auch wirklich eine ziemlich feste Creme. Und da hebe ich jetzt einfach noch die Sahne unter. Das mache ich jetzt auf 2 Portionen. Hier habe ich jetzt meinen schönen durchgekühlten Boden und lege da jetzt einen Springformrand außenrum, beziehungsweise einen Tortenrand. So, das sind einfach meine Backrahmen, die ich zu Hause habe. Und da gebe ich jetzt ungefähr 1/3 der Sahne drauf. Ganz vorsichtig. Und verstreiche das mit so einer kleinen Winkelpalette. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, damit man da diese Himbeerfüllung jetzt nicht so sehr zerquetscht und nach außen streicht. Und jetzt setze ich da den einen Boden drauf. Aber ich nehme da jetzt nicht den mittleren, sondern den oberen, damit ich einfach oben einen schönen Abschluss habe gleich. Der ist auch ziemlich dünn. Und ich habe jetzt den Tortenring hier übrigens nicht außenrum, weil die Creme eben läuft, sondern ich möchte einfach außen einen schönen Abschluss haben. Aber falls ihr keinen Tortenring habt, ist es nicht schlimm. Also bei dem Rezept braucht man es nicht, falls ihr mit Sanapart arbeitet. Jetzt nehme ich da nochmal 1/3 und verstreiche es wieder und dann kommt der letzte Boden drauf. Und jetzt lasse ich hier nur ein ganz bisschen was von der Creme übrig, damit ich das gleich auch an den Rand der Torte verstreichen kann. Und ich kann jetzt sofort den Tortenring abnehmen, weil ich ja mit Sanapart gearbeitet habe. Also falls ihr jetzt mit Agatine oder Gelatine gearbeitet habt, müsst ihr die Torte natürlich vorher erstmal 3 bis 4 Stunden kühlen, bis sie fest ist. Und so sieht sie dann aus. Und jetzt werde ich noch den Rand der Torte mit der restlichen Creme bestreichen. So, ich habe jetzt die Torte glatt gestrichen und jetzt kommen noch diese Baiser-Tuffs oben drauf. Aber die muss ich jetzt vorher mit dem Nudelholz klein machen. Und deswegen habe ich sie auch in so einer Tüte drin, die ich oben verschlossen habe, damit da einfach jetzt nichts rauskommt. Jetzt könnt ihr die einfach so ein bisschen kaputt klopfen. Und die müssen jetzt auch nicht alle klein sein. Wir wollen ja so ein bisschen kleine und große Schneekugeln. So. Und ich hab mir jetzt hier schon meine Tortenplatte auf so ein kleines Tablett gelegt. Ich glaube, es hätte ein bisschen größer sein können, damit ich das einfach jetzt gleich auffangen kann. Und jetzt lasse ich es einfach auf die Torte schneiden. Let it snow, let it snow. Was machst du da? Das ist der neue Effekt. Ach so, weil du dich mit dem Videoprogramm nicht auskennst, machst du jetzt halt einen echten Schneeeffekt. Ja, aber das sieht cool aus, oder? Ja, das sieht cool aus. Aber nicht das auszusehen, dieser Kunstschnee auf meiner Torte landet. Meine Torte steht ja jetzt kalt und ist schon fertig, aber ich mache da jetzt noch ein bisschen Deko drauf. Und zwar habe ich mir hier ein kleines Stück Blütenpaste genommen, also so einen Zuckerteig mit Zellulosepulver, mit CMC und es wird dann eben fest. Und daraus möchte ich jetzt noch so ein paar Schneekristalle ausstechen. Und rollt es jetzt einfach dünn auf Bäckerstärke aus. Da kann man aber auch einfach etwas Fondant nehmen und dann eben etwas CMC-Pulver einkneten, dann wird es auch fest. Und jetzt nehme ich mir hier meine Weihnachtsausstecher, diese Schnee- und Eiskristalle. Und kann jetzt damit hier einfach so ein bisschen ausstechen. So, und dann haben die so einen Auswerfer und dann kann ich das einfach auswerfen. Und das sehe ich jetzt erst, man kann die sogar prägen, dann haben sie noch so ein schönes Muster drauf. Und zwar drückt man dann einfach ein bisschen fester und dann ist es sogar strukturiert. Und ich nehme jetzt noch hier dieses Kristallpulver, meine Pulverfarbe. Das
hat so einen leichten weißen Schimmer und damit bekommt diese Schneeflocke jetzt noch einen schönen Glanz. Sieht man das? Was? Ich bin geblendet. Ich lasse jetzt diese Sterne ganz kurz trocknen und setze sie dann auf meine Torte. Und mein Mann kann hier einfach noch ein bisschen Quatsch machen. Ich setze jetzt diese hübschen Schneeflocken einfach noch hier auf meine Torte drauf. Und klar sieht man die jetzt nicht so, wie wenn die jetzt rot wären, aber ich will ja auch, dass das eine weiße Torte ist. Und dass man da eben genau drauf gucken muss. Und jetzt kann ich die Torte direkt anschneiden. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr euch ein bisschen Küchenpapier nebendran legt, weil ja innen drin das Rote ist. Und jetzt einfach einmal durch. So. Und jetzt das Messer sauber machen, sonst haben wir nämlich die Torte nicht mehr so schön weiß, sondern obendrauf rot. Und jetzt einfach rausholen. Und guckt euch mal das schöne Stück an. Ist das nicht hübsch? In der Mitte mit dem Roten. Ich finde sie richtig hübsch. So, und da der Murat gerade nicht aufpasst, probiere ich jetzt einfach die Torte. Boah, das ist richtig. Jetzt mal blöd gefragt, wäre eigentlich Kiwi auch möglich gewesen? Kiwi? Ja. Mit Kiwi könnte man die Torte auch machen. Mit Kiwi muss man nur aufpassen, wenn man mit Gelatine arbeitet. Da wirkt die Gelatine dann nicht mehr. Also Kiwi muss man vorher immer aufkochen und speziell bearbeiten, weil da diese Säure drin ist. Auch bei Ananas kann man natürlich machen, aber ich finde es mit den Himbeeren echt perfekt. Ist eine richtig leckere Torte. Sag mal, probiert. Ja. Die ist auch gar nicht schwer. Ist eine richtig leichte Torte. Diese Himbeeren haben so ein bisschen Säure, einen leichten Zimtton, ein bisschen von der Zitrone und dann einfach diese leckere Mascarpone-Creme, das passt perfekt dazu. Und die Baiser-Tuffs, die machen das so locker und leicht, gell? Als würde man süßen Schnee essen. Ist wirklich so. Mal ganz ehrlich, Wahnsinn. Das Rezept gibt es zum Nachlesen auf sallys-blog.de. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Abwandlung schreiben, also ob ihr das jetzt mit Kirschen macht oder mit Himbeeren oder mit anderen Früchten. Natürlich wird da auch ein Apfel gut dazu passen, gerade zu diesem Zimt und vielleicht mit ein bisschen Nelke mit drin oder Muskat. Ich finde es so echt perfekt mit den Himbeeren. Ich bin halt auch ein Himbeer-Fan. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr die Torte nachmacht und sie mir dann auf Facebook oder Instagram schickt, also per Foto. Ihr könnt mir auch gerne die Torte vorbeischicken, das ist auch okay. Und ich freue mich dann einfach aufs nächste Mal wieder. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald. Tschüss. Wirklich, mal ohne Spaß. Der schmeckt wahnsinnig. Ich finde den auch richtig lecker. Wie heiße Himbeeren mit Vanillesoße. Nur weich mit Keks drin, irgendwie sowas. Und kalt. Wahnsinn. Oh, hast aber ordentlich gegessen, du. Ja. Tschüss. Übrigens findet ihr alle Produkte, die ich heute benutzt habe, auch bei mir im Shop auf sallys-shop.de. Und ich wünsche euch jetzt allen noch eine richtig schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Freunden, mit eurer Familie. Bis bald. Tschüss. Tschüss.